Marvin bekommt eine Entschuldigung von Ralf. Amelie scheitert mit ihrem Vermittlungsversuch. Malte bleibt stur. Annette und Hannes finden heraus, dass Stevie kein Autodieb ist. Annette geht mit Stevie zur Polizei und Ralf entschuldigt sich bei Marvin. Nach der Aktion überlegt Annette, ob sie mit straffälligen Jugendlichen arbeiten sollte. Doch dann erwischt sie Stevie an der Haushaltskasse der zweiten Chance. Amelies Versuch, Gabi und Silke zur Klärung ihrer Beziehungskrise zu zwingen, geht nach hinten los. Silke will reden, Gabi aber nicht. Beim gemeinsamen Babysitten nähern sich beide an und verbringen die Nacht zusammen. Für Gabi ist danach alles wieder in Ordnung, für Silke aber nicht. Sie möchte eine Paartherapie. Malte weigert sich, auf Carlas Forderung, sich geschäftlich zu trennen, einzugehen. Erst Johanna kann ihn dazu bringen, einen Auflösungsvertrag zu und Jada bekommt mit, wie sich Amelie gegenüber Jolina im Ton vergreift. Als sie Amelie darauf anspricht, stellt die sich zunächst taub. Doch Amelie ist sich längst bewusst, dass Jada recht hat, sie muss etwas an ihrer Personalführung ändern.